Die BG Göttingen empfängt den FC Bayern Basketball am 24. Spieltag der Easy Credit Basketball Bundesliga. Und während es im Hinspiel für die Bayern noch ein relativ entspannter Heimsieg war, soll es an diesem Tag nicht so leicht werden. Die Göttinger sind schnell gut in der Partie. Allen voran ihr Topscorer David DeJulius mit diesem schönen Up and Under. Ebenfalls mit gutem Händchen ausgestattet, der Center der Göttinger, Kalis Cilic. Hier schön mit dem Post-Up-Move erfolgreich. Der Big Man beweist aber auch, dass er aus der Mitteldistanz ein gutes Händchen hat. Hier der Wurf über Brankovic. Bei den Göttingern läuft viel früh zusammen. Und so ist auch Fedor Žugić mit diesem schwierigen Dreier erfolgreich. Die Göttinger Führung wächst, auch weil es den Bayern an Entlastung fehlt. Lediglich Sylvain Francisco hat etwas dagegen, dass die Göttinger davon marschieren. Hier per Dreier erfolgreich. Und Francisco hat Freude daran gefunden. Direkt nochmals hinterher mit 4 schnellen Dreiern am Stück hält Francisco seine Bayern in der Partie. Aber Göttingen bleibt auf dem Gas. Wieder ist es Fedor Žugić, der jetzt auch den Weg zum Korb findet. Žugić spielt eine tolle erste Hälfte. Und auch defensiv sind die Göttinger da. Wieder ist es Žugić für 3. Die Sparkassenarena, ein Tollhaus in der ersten Halbzeit. Die Göttinger führen zur Pause mit 14 Punkten. Doch der FC Bayern München Basketball wacht auf. Devin Booker mit dem ersten Angriff im dritten Viertel direkt erfolgreich. Die Bank ist offen bei diesem Floater. Carson Edwards, der eine erste Halbzeit zum Vergessen spielt, ist ebenfalls in Halbzeit 2 am Start. Hier der erfolgreiche Dreier. Den Münchnern gelingt nun auch aus dem Pick-and-Roll häufiger der Weg zum Korb. Sylvain Francisco findet immer wieder seine Mitspieler. Hier Nils Giffey für den And-One. Und auch Nick Weiler-Babb, der in der ersten Halbzeit gar nicht zum Einsatz kam, ist ein absoluter Energieimpuls. Hier ein Up and Under, das nächste And-One. Die Münchner verkürzen die Führung Punkt um Punkt. Den Göttingern fehlt Entlastung. Lediglich David DeJulius schafft es mit schwierigsten Würfen dieser Art, sein Team in der Partie und in Front zu halten. DeJulius mit 21 Punkten am Ende des Tages Topscorer der Partie. Das Highlight setzen aber die Bayern. Devin Booker nach Anspiel von Sylvain Francisco zur ersten Münchner Führung zum perfekten Zeitpunkt dieser LA-Hoop. Sylvain Francisco macht mit diesem Layup anschließend auch den Deckel drauf. Die Bayern einfach hinten raus. Individuell eine Klasse zu viel für die Göttinger, denen die Einsicht bleibt, dass man gegen ein Top-Team der Liga lange mithalten konnte, aber es noch nicht reicht, um zu gewinnen. Für die Bayern heißt es, zurück in der Erfolgsspur zu sein. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinen